Schnaps und heute machten alle um. 50 Mann auf des Toten als Kiste. Ja, die Schatzinsel von Robert Louis Stevenson ist zurück im Fulda Schlosstheater. Nach der Uraufführung 2015 kehrt der weltberühmte Abenteuerroman nun zurück in die Barockstadt. Ja, es uns vergessen. Die Geschichte rund um Flints legendärem Schatz, Long John Silver, dem jungen Jim Hawkins und vielen trinkfesten Seemännern wird aber alles andere als klassisch erzählt. Denn die Schatzsuche ist eingebettet in die Lebensgeschichte des Autors selbst. Wer sich das Stück nicht entgehen lassen will, sollte sich beeilen. Es gibt nur noch wenige Restkarten.